So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde für Sprach und Spiel, diesmal mit Dystopie 5. Ursprünglich hatte ich vor, euch in Helldivers 2 ein Multiplayer-Spiel zu zeigen, um zu illustrieren, wie man während des Spiels miteinander kommuniziert. Ich ziehe jetzt aber eine andere Folge vor, und zwar zu der Frage, wie man über das Spiel kommuniziert, und zwar nicht während des Spiels, sondern wie es eine Metakommunikation um das Spiel herum gibt, weil dieses Spiel Helldivers 2 tatsächlich sehr besonders ist im Hinblick auf seine Machart. Dazu werde ich weniger tatsächlich jetzt im Spiel selbst mich bewegen, aber ihr seht, ich habe schon ein bisschen mehr Zeit investiert. Ich bin jetzt, eigentlich bin ich Sternenadmiral mit Level 48, schon relativ weit ausgebaut, das Ganze, auch meinen Charakter. Und im Moment sind wir gerade im Orbit über Vendelon 4. Und warum habe ich Vendelon 4 im Moment gerade ausgesucht? Das ist ein Planet, in dem die Helldivers oder die Übererde Super Earth gegen die Automatons oder die Roboter kämpfen. Wer das ein oder andere Video schon gesehen hat, weiß, das ist eine leicht faschistoid skizzierte Gesellschaft, die sozialistisch denkt und damit natürlich dem liberalen Kapitalismus, dem die Helldivers und Supererde frönen, in der gelenkten Demokratie im Wege steht, ja, und die Ziele von Übererde massiv bedrohen. Warum erzähle ich euch das alles? Im Wesentlichen ist es so, dass dieser Krieg, der hier geführt wird, der galaktische Krieg, hier mit meinem Demokratieoffizier, der mich immer darauf hinweist, was man besser nicht zu tun hat, ein Metaspiel ist. Also das heißt, ein Spiel, das auf dem eigentlichen Spiel aufgesetzt ist, denn ich müsste das alles überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Ich könnte mich hier auf zum Beispiel Estanu im Moment bewegen, um dort einfach zu spielen, und müsste den galaktischen Krieg überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Im Moment tatsächlich heiß diskutiert und heiß gegessen ist die Verteidigung von Vendelon 4. Und ich zeige euch auch gleich, wieso, weil man das aus dem Spiel heraus selbst nicht erkennt. Also es ist jetzt, ja, wir haben jetzt hier eine Verteidigungsmission, aber was das alles für Konsequenzen haben könnte, wenn wir diese Verteidigungsmission eben nicht absolvieren, das leuchtet aus dem Spiel oder aus dem Screen, aus dieser Map hier, tritt das nicht unmittelbar hervor. Und ich muss mal ganz kurz mein Bild ein bisschen rüberschieben, damit ihr das seht. Aufgeblendet habe ich euch nämlich den sogenannten Generalbefehl, das heißt die Major Order, und die sieht im Moment ganz gut aus, denn Vendelon spielt da überhaupt keine Rolle, sondern die Planeten zeige ich vielleicht: Malvelon Creek, daneben Ubania, und der letzte ist, glaube ich, gewesen Tropnir, das ist dieser hier, genau, und den haben wir, diese drei Planeten haben wir befreit. Und wir müssen sie nur noch laut Major Order 18 Stunden halten. Was hat es aber jetzt mit Vendelon 4 auf sich? Vendelon 4 ist ein mondähnlicher Planet, der sehr eisig ist. Also das heißt, besondere Witterungsbedingungen hat. Das zeige ich euch hier, extreme Kälte. Und es können Schneestürme auftreten. Und offensichtlich spielt dieser Planet in diesem galaktischen Krieg, diesem Metanarrativ, eine besondere Rolle. Und das sieht man dem Spiel in dieser Form hier nicht an. Aber es gibt eine Community, und die zeige ich euch jetzt. Nämlich auf Discord. Wie könnte es anders sein? Und ich würde mal ganz kurz in diesen Chat selbst springen, das heißt in Helldivers 2. Und wir gehen hier direkt in den Galactic War, also den Galaktischen Krieg. Und wie ihr hier seht, sind tatsächlich eine Menge Leute hier in diesem Discord-Chat. Man schätzt ungefähr zwischen 10% und 15% der kompletten Spieleranzahl von Helldivers 2.
In Spitzenzeiten hat das Ganze bis zu 400.000 Spieler parallel. Und im Moment weiß ich nicht, wie viele online sind. Das schauen wir gleich mal. Ja, das müssen wir jetzt nicht erraten. Aber ihr seht, es gibt eine unglaubliche Bandbreite an Chatmöglichkeiten über Helldivers 2. Hier geht es im Wesentlichen um Matchmaking und um den War Room. Das heißt, es geht hier offensichtlich gibt es so etwas wie einen Game Master. Dieser Game Master heißt Joel. Und der steuert diese übergreifende Narrative, die mehr oder weniger diese losen Missionen miteinander verknüpft und natürlich auch eine Menge Anschlusskommunikation provoziert. Denn mit der bestimmten Entscheidung, welche Planeten man im Moment gerade unterstützen sollte, hängt auch die Entwicklung dieses Metanarrativs zusammen. Daneben seht ihr noch eine ganze Menge andere Chatmöglichkeiten, also Taktiken, Waffen und Armory. Daneben den Ship Hub, also das heißt, hier geht es vor allen Dingen auch um Namen und wie man das Ganze, die taktischen Ausrüstungen einsetzt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nicht alles, ja, also das heißt, hier kann man sich über Strategien abstimmen, man kann abwägen, wer wann wohin geht und wo holt die Gruppe ihre Informationen her. Auch die holt sie nicht direkt aus dem Spiel, sondern zum Beispiel von Seiten wie helldivers.io. Und hier ist es so, dass man, ich versuche mal die Werbung auszublenden, so gut wie es geht. Hier sieht man tatsächlich, wie der galaktische Krieg im Moment sich entwickelt. Und zwar mit tatsächlich mit Prozentangaben, wie bestimmte Planeten bespielt werden. Man sieht im Moment, jetzt muss ich mal schnell schauen. Ne, das steht hier nicht. Okay, also das heißt, Estanu, das habe ich euch gerade gezeigt, an der Terminidenfront. Ist der eine Planet, der im Moment verteidigt wird. Und das sind spezielle Missionen, weil da die Feindstärke entsprechend höher ist. Daneben Vendelin 4. Vendelin 4, für die Verteidigung haben wir noch 17 Stunden und 4 Minuten Zeit. Und wenn die Liberation Rate, wie sie so schön heißt, in der Stunde ungefähr auf diesem Niveau bleibt, also ungefähr bei 5% bleibt, dann werden wir damit erfolgreich sein. Welche Konsequenzen das hat, wenn man das Ziel verfehlt, ist im Moment unklar, aber darüber spekuliert eben diese Community die ganze Zeit. Ja, also was passiert, wenn Vendelin 4 fällt, mit was müssen wir dann rechnen und so weiter und so fort. Die nächste Informationsquelle, die weitere ist, die zeige ich euch auch noch, ist helldivers2galaxy.com. Auch hier wieder ein Überblick über die Major Order und alles weitere, was damit verbunden ist. Die Major Order selbst interessiert uns jetzt nicht. Die kann ich jetzt gleich mal ausblenden. Aber ihr seht im Moment hier die aktiven Planeten. Das heißt Estanu und Vendelin 4. Das sind die beiden, die ich euch gezeigt habe. Also wir schauen mal erst an die Terminidenfront, an die Ostfront. Hier haben wir tatsächlich den Estanu. Das sieht im Moment zumindest hier nach der Anzeige überhaupt mal nicht so gut aus. War gerade im Moment anders, aber geschenkt. Auch die Abfragen sind nicht immer sekundengenau. Und daneben noch andere Planeten, die im Moment, sagen wir mal so, befreit werden, wie es so schön heißt, in der Ideenlehre. Und daneben seht ihr, und deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz an die Westfront. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es besser sieht. Also, im Moment läuft eine Befreiungskampagne auf Vendelin 4 und jetzt sieht man, wie die Planeten miteinander in Relation stehen. Das sieht man im Spiel selbst nicht. Das sind die drei Planeten, Creek, Omanea und Tropnir, die im Moment Teil der Major Order sind. Und Vendelin 4 sieht man hier und man erkennt relativ genau, dass es der einzige Planet ist, mit dem die Automaton, also die Roboter, eine direkte Verbindungslinie in einen unserer Sektoren haben. Das heißt, wenn Vendelin 4 fällt, wird als nächstes Ingmar attackiert. Das ist eigentlich schon prognostizierbar. Und neben Vendelin 4, deswegen ist die Diskussion in der Gruppe relativ interessant, gibt es noch den Planeten Tibbet. Dessen Befreiung ist misslungen in einer vorangegangenen Major Order. Und
Man weiß noch nicht so richtig, was passiert, wenn man diesen Planeten nicht erobert. Deswegen diskutiert die Spielerschaft im Moment, ob man Wendelin oder Tibbit sich zuwendet. Und diese Diskussion, ob jetzt Wendelin oder Tibbit oder es gibt noch zwei andere Planeten, die ebenfalls in Diskussion stehen, das ist Maia und Durgen. Ja, seht ihr auch weiter unten hier, da. Tibbit und Maia. Neben halt Maia und Dogen, da sind sie. Und darum kreist ebenfalls die Diskussion, was jetzt mit diesen beiden Planeten noch sein soll, denn die hätten ja wieder, würden ja wieder einen direkten Zugang zu Melvin Creek, ja, haben oder zu Ubanea und damit zu Tropnir und niemand will, dass Tropnir erneut verteidigt werden muss. Also das heißt, das ist der die Diskussion, die in dieser Gruppe kreist. Und ihr seht, es werden hier wird hier eine Nachricht nach der nächsten abgesetzt. Was aber vielleicht auch vor dem Hintergrund zu verstehen ist, dass wir, ihr seht ja gerade Wendelin 4, mit aufrufen, sich an der Verteidigung zu beteiligen. Wenn man sich vorstellt, dass zwischen 10 und 15% der Spieler hier tatsächlich hier in diesem Discord-Channel sind, mehr werden es nicht sein, dann ist es so, dass bei 200.000 aktiven Spielern dann im Moment hier 10.000 bis 15.000, 20.000 bis 25.000 User Zugriff haben, eben auf diesen Chat und sich hier beteiligen können, das nicht tun. Und es kreist natürlich auch die Kommunikation immer darum, anstatt hier in diesem Chat zu diskutieren, geht doch lieber auf Wendelin oder eben auf Tibbit. Das heißt, wir haben hier eine ganze Reihe an spielbegleitender Kommunikation, die für uns entsprechend auch dokumentiert wird, multimedial, wie es in solchen Umgebungen üblich ist. Also das heißt mit Memes, mit Verweisen auf andere Webseiten, mit einer eigenen Kultur. Zum Beispiel spielen in dieser Community Frösche eine große Rolle. Was es damit auf sich hat, vielleicht dazu später mehr. Aber ich würde mal noch einen Aspekt jetzt nochmal herausstellen und vielleicht doch noch einmal auf einen der Planeten springen. Denn tatsächlich von dieser ganzen Metakommunikation sieht man im Spiel selbst nichts. Also es ist davon nichts sichtbar. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, wie es diesem Spiel hier gelingt, so eine Community so stark aufzubauen. Okay. Also, wir werden uns dann mal tatsächlich hier nochmal ganz kurz umschauen. Interessanterweise ist dieser Screen immer noch nicht nutzbar. Also auf diese Hinweise mit dem Metagame geht man im Spiel überhaupt nicht ein. Es wäre ein leichtes zum Beispiel, die Community zu steuern über diesen Screen. Das passiert nicht. Und tatsächlich die Liberation Rate für die Planeten hängt ganz stark davon ab, wie viele Spieler tatsächlich vor Ort sind. Auch die Spielerzahl selbst kann man hier aus diesen Maps nur notdürftig erschließen. Also das heißt, man sieht immer, wie viele Helldiver kann man hier kurz ab, wie viele, im Moment sind 200.000 Helldiver aktiv und diese teilen sich wie folgt auf. Also 40.000 sind in dem Trigon-Sektor, 34.000 im Severin-Sektor und dann wird man gleich sehen, dass 114.000 im Draco-Sektor aktiv sind. Jetzt folgendes vielleicht, was auch die Community bewegt. Es gibt die sogenannten Bug-Diver und die Bot-Diver. Das heißt, diejenigen Helldiver, die eher gegen Terminiten kämpfen und diejenigen, die eher gegen Automatons, also Roboter, kämpfen. Und es gibt mehr oder weniger auch eine Auseinandersetzung in der Community über die Spielweise des jeweils anderen. Der Kampf gegen die Terminiten gilt als leichter. Weiß ich nicht, das ist wirklich Geschmackssache, also würde ich jetzt so nicht sagen. Und es das heißt aber, dass natürlich mehr Spieler gegen die Bugs kämpfen, weil das einfach das angenehmere Spielen ist. Und vor allen Dingen erinnert es sehr viel stärker an Starship Troopers, der Vorlage für dieses Spiel. Und an der Westfront beschweren sich alle Spieler permanent, dass so viele Spieler eben nicht an der Westfront sind gegen die Automatons, sondern gegen die Bugs kämpfen. Auch diese Kommunikation wird die ganze Zeit im Spiel, wird die ganze Zeit in dieser Gruppe selbst verhandelt. Ja, also das heißt, die ganze Zeit geht es darum, wie man denn Spieler von der Bugfront an die Roboterfront bekommen könne. Und das Ganze ist
wirklich die Community beherrschendes Thema. Mit allen Möglichkeiten auch der Herabsetzung, der Herabwürdigung der jeweils anderen Gruppe. Denn tatsächlich, wenn die Westfront schwieriger zu spielen ist, also angeblich als die Ostfront, so ist es so, dass in diesem Fall das natürlich Tür und Tor öffnet für Herabsetzungen und Beleidigungen und so weiter und so fort. Ja, also das ist so der Motor hierhin. Also es gibt noch eine interne Diskussion über diejenigen, die das bessere Spiel spielen. Okay, also das nur zum Grundverständnis. Und davon zeigt das Spiel selbst in seiner Oberfläche nichts. Also wenn man jetzt ein Spieler ist, der sich für diese Fragen nicht interessiert, wird man von diesen Aspekten weitestgehend verschont und wird also nicht damit konfrontiert, was andere Spieler von einem halten im Zweifelsfall. Und jetzt mache ich mal die Major Order. Würde ich eigentlich ganz gerne ausblenden, aber das geht immer, geht nicht. Und wir springen jetzt nochmal in eine Mission rein, damit man das einfach mal sieht, dass das überhaupt kein Thema ist. Es wäre jetzt auch hier eine Möglichkeit, über Chats und über Nachrichtentafeln tatsächlich das Ganze zu kommunizieren. Jetzt muss ich, glaube ich, mal die Kamera mal rüberziehen. So, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren, mit dieser Zusammenstellung an Spielern. Was haben wir da? Level 32 hat noch nicht gewählt. Doch, hat es schon. Dann kann ich jetzt wähle ich doch diesen. Entschuldigung. Oh, na. Ich glaube, das ist wieder eine der schwierigeren Missionen in einer Verteidigungsmission. Nämlich entweder müssen wir jetzt wissenschaftliches Personal befreien, was ich nicht hoffe. Ich hasse diese Mission. Oder aber Gegnerwellen abwehren. Das ist tatsächlich so wie ein Tower Defense System. Und da kommt es immer ein bisschen darauf an, wie die Gruppe harmoniert, weil man da auf engem Raum operiert und wenn man jemanden dabei hat, der überall Mörser platziert, kann das auch mal schief gehen. Das heißt, also erwartet euch jetzt nicht zu viel von dieser einen Mission, die ich jetzt hier nebenbei noch spiele. Was ich nur zeigen will, ist, man findet keinen Hinweis. Huch, da muss ich drauf, da muss ich drauf, da muss ich drauf. Man findet keinen Hinweis auf die. So, tatsächlich, so. Ich bin nicht der Einzige, der das probiert hat. Das freut mich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz zusehen, dass ich hier meine Waffen behalte und nicht aus Versehen nach unten werfe. Na gut, also das sieht so aus, als ob wir Leute hätten, die wissen, was sie machen. Das ist schon mal gut. Ich spiele jetzt hier gerade mit einem Controller, der gar nicht mal so meins ist. Aber also man sieht schon, worauf es ein bisschen ankommt auf eine Verteidigungsmission. Ich bin jetzt, glaube ich, hier der Einzige, der mit einer sogenannten Corsair-Laserkanone spielt und die Luftschiffe abwehren kann. Das ist nicht so ganz ideal. Das müssten eigentlich mehr sein. Ah, jetzt ist noch verfehlt. Nicht gut. Und denn wir bräuchten eigentlich einen zweiten, dass wir uns da abwechseln können. Aber wenn das nicht der Fall ist, ich kann mal probieren, ob ich den anderen Controller nehme. Also das Deck selbst. Ja, damit komme ich besser klar. Muss ich nochmal den verstecken hier. So. Okay. Man sieht schon, es ist tatsächlich nur mit,
glaube ich, erfahrenen Leuten gut zu spielen an dieser Stelle. Einfach, weil die Gegner Wellen entsprechend. Ich probiere es. So, wenn jetzt ein zweiter, wenn man sich jetzt abwechseln könnte mit eben dieser Ansteuerung der Luftschiffe, das wäre das Ganze ungleich leichter, was es wirklich nicht ist. Aber das sieht schon sehr gut aus. Also die Community hier weiß schon, was sie macht. Mal schauen. Kommt das nächste Schiff. Aber es entgeht eben immer eins, ne? Es wäre... Und der Hintergrund, warum das jetzt hier so ein, tatsächlich so ein Wahnsinn einer Materialschlacht ist, hat ganz klar mit dieser Defending-Mission zu tun, die wir jetzt hier gerade spielen. Und das kann man... Natürlich jemanden, der als normaler Spieler in so ein Spiel hineinschaut, auch nicht vermitteln, dass er jetzt das gefälligst zu erdulden habe. Denn, jetzt vorbei. Denn tatsächlich ist das hier eine einzige Zumutung, ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir lebend hier von diesem Turm wieder runterkommen. Ah, das gehört auch dazu. Ach. Also soll heißen, das Gameplay hat tatsächlich Auswirkungen, oder sagen wir mal so, dieses Master-Narrativ hat tatsächlich Auswirkungen auf das gesamte Spiel. Aber wird dem Spieler nicht präsent gemacht. Ja? So, jetzt können wir irgendwie versuchen, hier tatsächlich von dem Turm runterzukommen. Aber oh, das wird uns nicht gehen. Ich schau mal schnell. Nee, kann ich auch nicht helfen. Ja, siehste, das war mal klar. Okay. Sehr schön. Ein kleiner Bug. Direkt auf Band. Sehr gut. Ja, also, man sieht tatsächlich im Spiel selbst überhaupt nicht, dass wir hier eine Struktur vor uns haben, die so ein Metanarrativ über das Spiel legt. Und man kann das Spiel spielen, ohne von der Metanarration überhaupt Kenntnis zu nehmen. Das macht das sehr, sehr besonders, weil es tatsächlich für viele Spieler noch sehr viel mehr anzubieten hat, als nur das, was man unmittelbar sieht. Und das macht das Spiel so besonders und tatsächlich hebt es vor allen anderen Spielen, die im Moment gerade in dem Segment sich auch bewegen, deutlich heraus. Das muss man ehrlicherweise so sagen, wie es ist. Ja? Also da hat Arrowhead nach Helldivers 1 wirklich ein tolles Spiel
produziert. Da ich es jetzt selbst nicht geschafft habe, stehe ich jetzt hier wie das kleine Kind am Strand. Sieht auch die Kill-Ratio bei mir ist nicht ganz so hoch wie bei den anderen. Einfach weil ich mich mehr um die Schiffe gekümmert habe. Und die sind tatsächlich nicht so. Da ist man eben meistens nicht schnell genug, um die entscheidenden Schritte zu gehen. So, ich springe mal zurück auf meinen Zerstörer. Und würde damit diese kurze Runde mal beenden, die jetzt, also die wirklich sich nur verstehen lässt, wenn man diese Metastruktur des Spiels im Hinblick hat, weil das, was jetzt auf Enderland passiert ist, hier in dieser Verteidigungsmission, ist tatsächlich eine reine Materialschlacht, die mit einem Spiel, Multiplayer-Spiel, also PvE-Spiel, nicht mehr viel zu tun hat. Okay, also das wollte ich nur noch illustrieren, vor dem Hintergrund auch die Community, die dahinter steht. Und bin gespannt, ob ich für Helldivers 2 noch eine Multiplayer-Runde mit offenen Mikrofonen zustande bekomme. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, da wir uns hier noch sortieren. Ja, also bis dahin. Ich hoffe, es war ein wenig unterhaltsam und wir sehen uns dann einfach hier auf dem Kanal wieder mit einer nächsten Folge zu diesem Spiel. Also bis dahin.